Persistente Identifikatoren, wie man dauerhaft den Zugang sichert. Herzlich willkommen zu diesem Modul. Mein Name ist Elisabeth Böker und gemeinsam mit meinem Kollegen Gabriel Schneider habe ich dieses Modul für Sie entwickelt. Wir beide arbeiten im Team Open Science am KIM der Universität Konstanz. Dies sind die Inhalte dieses Moduls. Zunächst möchte ich Ihnen vorstellen, was ein persistenter Identifikator überhaupt ist, kurz abgekürzt PID. Dann stelle ich Ihnen vor, warum es persistente Identifikatoren gibt und wofür es sie gibt. Im Anschluss möchte ich auf zwei noch etwas näher eingehen. Das ist zum einen DOI, Digital Object Identifier, und zum anderen ORCID. Was ist ein persistenter Identifikator? Dies ist eine dauerhafte Kennung, die aus Ziffern oder alphanumerischen Zeichen besteht. Diese Kennung wird einem Datensatz oder einem anderen digitalen Objekt zugeordnet und sie verweist direkt auf den Datensatz bzw. das Objekt, sodass dieses Objekt über diese Ziffernkennung direkt aufgerufen werden kann. Doch warum gibt es persistente Identifikatoren denn überhaupt? Sie sind dafür da, dass Objekte wie etwa Datensätze auffindbar gehalten werden. Da könnten Sie sich fragen, wieso reicht denn nicht eine URL aus? Doch hierbei ist anzuführen, dass URLs bei Änderungen oft nutzlos sind. Denn URLs verweisen nicht auf einen bestimmten Inhalt, sondern auf einen Ort im Internet, wo dieser Inhalt abgelegt ist. Wird der gewünschte Inhalt, wie beispielsweise ein wissenschaftlicher Datensatz, an einen anderen Ort verschoben, wird die URL zur Auffindbarkeit desselben nutzlos. Häufig ist es zudem der Fall, dass ein Datensatz an mehreren Orten im Internet veröffentlicht wird, sodass sich mehrere URLs auf ihn beziehen. Das ist für eine zuverlässige wissenschaftliche Zitierbarkeit auch unpraktisch. Aus diesen Gründen wurde das Konzept des Persistent Identifier oder der persistenten Identifikation auf Deutsch entwickelt. Dieses Konzept hat sich in den letzten Jahren als Standard für die Identifikation digitaler Objekte durchgesetzt. Doch es gibt noch mehr Gründe, warum es persistente Identifikatoren gibt. Da ist zum einen der Institutionswechsel von Forschenden anzuführen. Vielfach ist es ja so, dass sie nur eine begrenzte Zeit an einer Einrichtung sind, etwa weil ihr Vertrag befristet ist. So ist es schwierig, sie ausfindig zu machen, wenn sie die Institution gewechselt haben. Und dann gibt es auch noch das Problem mit der Identifikation von Personen, etwa weil Personen den gleichen Namen haben oder weil sie den Namen gewechselt haben, beispielsweise durch eine Heirat. Auch hierfür gibt es Lösungen durch persistente Identifikatoren. Jetzt möchte ich gerne vorstellen, wofür es persistente Identifikatoren gibt und welche es sind. Zum einen sind es Daten und digitale Objekte, die mit persistenten Identifikatoren gekennzeichnet werden. Da gibt es zum einen DOI, das steht kurz für Digital Object Identifier, oder URN, Uniform Resource Name. Für Personen bietet sich die ORCID am besten an und für Institutionen die RORID. Den Digital Object Identifier möchte ich Ihnen jetzt noch etwas näher vorstellen. DOI ist eine persistente Identifikation von Inhalten, die in digitalen Netzwerken angeboten werden. Sie dient zur Identifizierung von physikalischen, digitalen oder anderen Objekten. Und zwar ist es so, dass der DOI-Name direkt zum Speicherort des bezeichneten Objektes führt. Angewendet wird sie beispielsweise für Text- und Datenpublikationen. Das Besondere bei der DOI ist, dass sie zitierfähig ist. Zur Sicherstellung der Zitation gibt es 5 Metadatenpflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen. Dies ist zum einen der Creator, also derjenige, der das erstellt hat, der Autor beispielsweise, der Titel, der Publisher, der Verlag, der genannt wird, das Jahr der Publikation und die Art der Ressource wird angegeben. Hier rechts unten sehen Sie den Aufbau eines DOI. Da ist zum einen die URL für DOI, diese wird vorangesetzt, dann die Registrierung der DOI und wer es eben registriert hat. Dann wird noch genau das Objekt benannt. Und aus dieser Kombination von Buchstaben und Zahlen wird dann der Datensatz, den Sie zitieren möchten, den Sie erstellt haben, genau aufrufbar. Nun möchte ich Ihnen gerne noch ORCID vorstellen, denn ORCID bietet für Sie als Forschende einige Vorteile. Zum Beispiel ist es so, dass Namensambiguitäten zu anderen Forschenden bei ORCID keine Schwierigkeiten mehr darstellen, denn Sie bekommen eine Zahlenkombination. Wenn Sie diese Zahlenkombination angeben, so wird direkt auf Ihre ORCID-Seite verwiesen. Oft ist eine ORCID auch längerfristig gültig als eine Mailadresse, die beispielsweise ja erlischt, wenn Sie die Institution wechseln. Vielfach ist es beispielsweise bei Anträgen oder auch bei Verlagen möglich, dass Sie Ihre ORCID-ID einfach eintragen und dann Ihre Publikationsliste aufgeführt wird. Hierdurch sparen Sie oft Zeit ein. ORCID basiert auf Open-Source-Komponenten. Daher ist es kostenfrei und es gibt keine Koppelung an einzelne kommerzielle Anbieter.
Zudem ist es so, dass sich ORCID mittlerweile als weltweiter Standard etabliert hat. Deswegen und aus den anderen genannten Gründen empfiehlt der Arbeitskreis Forschungsdatenmanagement des Landes Baden-Württemberg ORCID. Doch wie lege ich eine ORCID an? Sie müssen sich auf der Seite orcid.org/sign-in registrieren. Dies ist die Seite, die Sie dann sehen. Dort geben Sie Ihren Vornamen, Ihren Nachnamen und Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie müssen dann noch ein Passwort wählen. Danach bekommen Sie die Information: Vielen Dank für die Registrierung. Sie müssen Ihre E-Mail-Adresse noch verifizieren. Falls Sie das gemacht haben, können Sie Ihre ORCID pflegen. Sie können beispielsweise eintragen, wo Sie momentan angestellt sind und was Sie bereits publiziert haben. Wenn Sie Fragen haben, dann kommen Sie gerne auf das Team Open Science am KIM zu. Zudem gibt es die Informationsplattform Forschungsdateninfo. Hier finden Sie Informationen rund ums Forschungsdatenmanagement. Dies war die Einheit Persistente Identifikatoren aus dem Modul 4 Maximale Sichtbarkeit für meine Forschung. Hier sehen Sie noch einmal eine Übersicht über alle Module des Kurses Open Science von Daten zu Publikationen. Dies sind die Quellenangaben. Und hier sehen Sie die Abbildungshinweise. Ich bedanke mich auch im Namen meines Kollegen Gabriel Schneider sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören!